Heute ist ein großartiger Tag und ich bin froh, dass ich zumindest auf diesem virtuellen Wege dabei sein kann. Ich beglückwünsche euch, ihr Aktiven von Mission Lifeline, zur Taufe eures Schiffes Rise Above. Ich war vorher noch nie bei einer Schiffstaufe zugegen, wie auch in der Stadt, aus der ich komme, gibt es nur kleine Wässerchen und die Boote, die darauf fahren können, ähneln so gar nicht dem Gefährt, was ihr heute symbolisch in die See schicken wollt, um durchaus hehre Ziele zu verfolgen. Die Schiffe, die in meiner Heimatstadt Leipzig fahren dürfen, ähneln wohl eher den Booten, von denen aus ihr Menschen vor dem Ertrinken rettet. Und das nun schon gut 4 Jahre lang. Ihr wart nicht die Ersten, ihr seid nicht die Einzigen, aber ihr seid die NGO aus Sachsen, die sich aufgemacht hat, Menschen aus dem Mittelmeer zu retten. Und ich sage an dieser Stelle klar, ihr seid der Teil dieses Bundeslandes, Sachsen, auf das man stolz sein kann, für das man sich nicht schämen muss. Mehr noch, ihr widersprecht mit eurem Engagement dem rassistischen, nationalistischen, autoritären Getöse auf den Straßen und in den Parlamenten Sachsens. Und das ist so wichtig. Ich erinnere mich noch gut an den Juni 2018, als euer Schiff, auf dem 230 Geflüchtete ausharrten, mehrere Tage nicht anlegen konnten. Daraufhin formierte sich in ganz Deutschland eine starke Bewegung der Humanität für die Aufnahme von Geflüchteten, für sichere Häfen. Leipzig, die Stadt, aus der ich komme, wurde im März 2019 zum sicheren Hafen und ist bis heute die einzige Stadt in Sachsen, die sich dazu bekennt. Und ich möchte ganz klar sagen, ich schäme mich dafür. Ich schäme mich dafür, dass Kreistage und Stadträte in Görlitz, in Dresden, in Chemnitz oder anderswo die starken Initiativen aus der Zivilgesellschaft abgelehnt haben, ihre Städte, ihre Landkreise zu sicheren Häfen zu machen. Und so kommt es, dass heute die Stadt, aus der ihr nicht kommt, es ist nicht Dresden, sondern es ist die Stadt Leipzig, Patin des eingeweihten Schiffes oder des Schiffes, das ihr heute einweiht, geworden ist. Ein Antrag, der trotz hässlichem Widerspruch aus der rechten Ecke im Oktober 2020 im Stadtrat von Leipzig beschlossen wurde. Ist die Patenschaft auch symbolisch, ist sie ein starkes Zeichen für das Menschenrecht auf Flucht und auf Bewegungsfreiheit. Ein starkes Zeichen gegen Nationalismus, gegen Rassismus und die Kriminalisierung derer, die Menschenleben retten. Denn Handeln ist die einzige Möglichkeit. Seenotrettung ist und bleibt praktische Notwehr gegen die Untätigkeit der europäischen Regierung, sichere Fluchtwege zu schaffen. Ich könnte an dieser Stelle noch viel referieren zu den aktuellen Debatten um staatlich geduldete Menschenrechtsverletzungen durch die Grenzschutzagentur Frontex, das Aufrüsten und Finanzieren von Despoten durch die EU zum Zwecke der Migrationsabwehr oder über immer weitere Asylrechtsverschärfungen in Deutschland und in Europa. Aber heute soll ja ein positiver Tag sein. Heute gehören die Heldinnen und Helden in den Mittelpunkt gerückt. Ihr Aktiven von Mission Lifeline, die euer Leben für das Leben von Flüchtenden einsetzt. Und die Flüchtenden selbst, die nichts anderes tun, als nach einem besseren Leben zu streben. Ich wünsche der Rise Above und der Besatzung viel Mut und viel Energie. Erhebt euch über die Grenzen, erhebt euch für Humanität.